Ja, die Ponys sind total mehlig und ich weiß nicht, was Frau Marti davon hält. Auf jeden Fall geht es jetzt herauszufinden, wer diese Tiere eingemehlt hat. Das ist ja wohl Mutti, was kein ist denn mit Spaß. Max und Moritz? Ich weiß nicht. Als ich nach Hause gekommen bin, waren sie schneeweiß. Aha. Vielleicht hat das Gespenst sie verzaubert. Ja. Und dazu die Mehlspuren, die wir in der alten Mühle gefunden haben. Verzaubert? Das sollen wir wohl glauben. Das ist Mehl. Tja. Was? Jemand hat sie mit Mehl eingerieben? Das gibt's doch nicht. Los, das müssen wir ihnen aus dem Fell bürsten. Ja, ich glaube auch. Und hier liegt das Mehl. Sind das nicht die Mehltüten aus dem Küchenzelt? Ja, da hat unser Mühlengeist also das Mehl her. Wer macht denn sowas? Das Mühlengespenst. Ob ihr das Mehl damit aus dem Fell Ja, bekommt? Wir klar. können es versuchen. Jawohl, läuft. Alles gut. Ah, jetzt seht ihr wieder ordentlich aus. Ja, die Frage ist immer noch, wer war das? Und wieso und warum überhaupt? Und was ist mit Die den Radspuren Reifenspuren? sind neu. Die dürften vom Mühlengeist sein. Ja, denke ich auch. Was liegt denn da im Gras? Eine Fahne. Den Fahrradwimpel kenne ich doch. Der hing am Gepäckträger des verschwundenen Fahrrads. Ist so. Den hat der Mühlengeist verloren. Der hatte es wohl eilig. Ponys mit Mehl einreiben. Wer findet das denn witzig? Im Idioten. Zeltlager passieren nur so tolle Streiche. Wir finden schon raus, wer die ausheckt. Ja, ich denke auch. Ja gut, denn zurück ins Zeltlager, oder? Wie oder warte oder wer? Ich denke schon. Sonst. Ja, nö, dann mal ab ins Zeltlager. Schauen wir, was da so passiert ist in der Zwischenzeit. Spektakuläres. Aha. Was haben wir denn da? Unglaublich! So eine Unverschämtheit! Was ist denn schon wieder passiert? Was ist denn los, Herr Pingel? Das wart ihr doch wieder. Gebt die Sachen raus. Was will er denn wieder? Er hat echt Probleme, der Alte. Welche Sachen? Die ihr aus meinem Zelt geklaut habt. Meine Tasche und den Gespensterkram und meinen Schlafanzug. Was? Das waren wir nicht. Hey, Sie haben doch hier, Sie wohnen doch hier überhaupt nicht. Mit dem hätte ich mir eben fast auf den Finger gehauen. Ja, siehst so aus. Was ist das denn? Das ist Holz, um das Feuer anzumachen. Das ist aber ordentlich zurechtgesägt. Ordnung muss sein. Das ist bestimmt aus den Stangen von den Und Zelten wer hat gemacht. die Heringe aus den Zelten gezogen? Aha. Wir doch nicht. Ich habe mit Karl gearbeitet. Wir haben das Lager dekoriert. Ich weiß, Tim. Aha. Ja. Von wegen. Die Zelte müssen wieder festgemacht werden. Wenn die Heringe weg sind, müssen wir eben was anderes finden. Können wir damit nicht die Zelte festmachen? Das mache ich. Aber wie kriege ich sie in die Erde? Ja, mit dem Hammer vielleicht. Den Hammer kann ich gebrauchen. Ja, das denke ich mir schon. Nein. Hier können wir mit dem Hammer nichts anfangen. Ja. Klasse, jetzt kannst du anfangen. Hey, der ist ja plötzlich Rechtshänder. Ja. Den Karton hat er vorhin auch mit der rechten Hand aufgeschnitten. Wo kann er nur sein? Wer? Clara, was ist denn los? Du siehst so besorgt aus. Wisst ihr, wo Karl steckt? Ich habe ihn überall gesucht. Nee, ehrlich gesagt nicht. Wieso denn? Wir waren am See verabredet, aber er ist nicht gekommen. Wenn ihm was passiert ist. Na, der wird schon irgendwo stecken. Wir gehen ihn suchen. Genau. Am besten teilen wir uns. Ich suche mit Tina.
Und du kommst mit mir, Clara. Mhm. Ja, und er, was macht er hier? Macht hier wieder Unfug, oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir gucken erstmal hier ins Zelt. Aha, Mehlspuren. Und die Torte ist weg. Das ist ja wohl unglaublich. Also der Ob Kuchen. Ob wir Karl hier finden? Mal sehen. Karl! Da liegt Mehl auf dem Boden. Das hat das Gespenst verloren. Ja. Wo ist denn der Kuchen hin? Hat den jemand gestohlen? Na, das wird Mutti ärgern. Mich auch. Ja, mich auch. Aber auf jeden, Alter. So. Siehst du? Das Mehl ist verschwunden. Ja, das ja, ist uns jetzt schon aufgefallen. Das liegt jetzt auf unserer Koppel. Ja, das liegt auf eurer Koppel, ja. Lagen eben nicht mehr Äpfel in der Schale? Ja, allerdings. Kuchen weg, Äpfel weg. Das Gespenst scheint Hunger zu haben. Jetzt wohl nicht mehr. Hm. Karl scheint nicht hier zu sein. Suchen wir ihn woanders. Na gut. Er hämmert da noch die Dinger rein. Das scheint nicht sonderlich erfolgreich zu laufen. Da hat Tim noch was zu tun. Ja. Karl ist nicht wieder aufgetaucht. Wir müssen ihn weitersuchen. Ja, Tim hat führt auch nichts Gutes im Schilde. Da. Das wissen wir jetzt schon mittlerweile. Ich weiß schon, wo er ist. Bestimmt in der Mühle oben. Mal sehen. Glaubst du, dass Karl inzwischen hier war? Hm. Weiß nicht. Schauen wir uns mal um. Sieht nicht danach aus, als wäre hier irgendwas. Ich sehe auf jeden Fall keine Anhaltspunkte, als dass hier irgendjemand gesehen hätte können, gewesen sein kann. War. Ja, nö. Sieht nicht danach aus, ganz ehrlich. Ich sehe auch gar keine irgendwas, was ich beobachten könnte. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hin. Das ist bestimmt, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher. Hände weg von der alten Mühle. Ah, bist du hier? Oh Mann, wie sieht denn der Wagen aus? Den hat einer mit Lehm beschmiert. Das stimmt, ja. Was steht denn da? Hände weg von der alten Mühle. Los, wir waschen das weg. Würde ich auch sagen. Nehmen wir mal den Eimer. Zum Glück steht da ein Eimer. Damit können wir Wasser holen. Ja, dann rein in den Fluss damit. Klasse. Jetzt rauf damit auf den Wagen. Würde ich auch sagen. Und rauf damit auf den Wagen. Schön. So, jetzt kann Pingel kommen. Aber was mit dem Abdruck? Sieh mal. Unser Mühlengeist hat eine Spur hinterlassen. Das ist der Abdruck einer Hand. Ja. Die ist aber nicht sehr groß. Nein, die ist nicht sehr groß. Ist dann wohl ein junges Gespenst. Hm. Ich glaube, wir werden hier rein müssen. Jo. Oh, die Spinne hat schon wieder ein neues Netz gebaut. Ob Karl hier ist? Ich schätze mal, ja. Was könnte bloß da oben sein? Die kleine Spinne ist wieder vertrieben worden. Jetzt hat sie wohl die Nase voll. Und nee, und sie ist weg. Was könnte bloß da oben sein? Ja, ich weiß auch nicht. Da müsste halt mal raufgehen, Mädels. Oh, guck mal. Sieh mal, die Tür ist zu. Hä, war die nicht immer zu? Ah, sie klemmt. So einfach geht die nicht auf. Und wenn wir es zusammen versuchen? Ja, der oder Ring ist aufhexen. Zu klein. Da kann nur einer anfassen. Wir brauchen ein Seil. Oder etwas Ähnliches, was wir an dem Ring befestigen können. Okay. Sprungfedern? Nö. Handschuhe? Nö. Spinnenseide? Nö. Hm. Was könnte bloß da oben sein? Also, ja, okay. Wir finden es raus. Also unten, guck mal, da sind irgendwelche Körner, sind da so hingekörnt. Guck mal raus, ob da irgendwas Seilähnliches ist. Ah, hier. Was ist eigentlich damit? Mit diesem Flaschenzug hier. Okay, wo kriegen wir jetzt ein Seil her? Das ist natürlich die nächste Frage.
Sollen wir mal gucken, vielleicht vom Martinshof. Nee. Sieht nicht so aus. Karl, bist du hier? Sieht nicht so aus. Karl ist bestimmt in der alten Mühle. Wir suchen woanders. Ja, wir brauchen aber irgendwas wie so ein Seil und ich weiß nicht, ob da in der alten Mühle eins war. Ja, er hat es wohl aufgegeben und macht einen anderen. Scheint nicht so erfolgreich zu sein. Funktioniert ja wirklich richtig gut. Aber er haut immer noch mit rechts zu. Ist hier ein Seil? Nö. Ob wir Karl hier finden? Mal sehen. Karl! Ich habe auch nichts dabei. Okay, dann muss es vielleicht doch irgendwo bei der Mühle sein. Oder hier so ein Gurt? Kann ich nicht mitnehmen. Wo kann ich noch hin? Da Wasser ist nichts. Dann doch nochmal vielleicht bei der Mühle. Ich hätte es gesagt, da oben hier diesen... von dem Flaschenzug. Dass man da irgendwie in das Seil rankommt, aber anscheinend nicht. Ansonsten hier kommen wir auch nirgends voran. Wir gehen nochmal rein. Da sind alte Papiere. Die, ich hätte gesagt, die, ach, da ist ein Seil um den Sack herum. Nein, auch nicht. Oh, ärgerlich. Ich dachte, das könnten wir nehmen. Ja, was können wir denn da hin befestigen? Was können wir denn daran befestigen? Wir haben nichts dabei. Die Gummihandschuhe gehen irgendwie nicht. Aber die hätte man sicherlich nehmen können. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage. Was könnte bloß da oben sein? Ja, das ist jedes Mal so. Ha. Am Baggersee zurückgekommen, ist hier irgendwas im Busch. An dem Ast hängt was. Mhm. Da ist doch was im Busch. Ein Stofffetzen. Blaue und rote Streifen. Aha. Das kommt mir bekannt vor. Ja, mir der kommt das auch sehr bekannt vor. Der muss von unserem Witzbold sein. Ich den nehmen auch. Wir mit. Beweismaterial Nummer 1. Tina ermittelt. Hey, was steckt denn da in dem Gebüsch? Na, jetzt. Sieht aus, als wäre etwas versteckt. Weg mit dem Gebüsch. Hey, die Büsche sind lose. Sieh einer an. Ja, und was ist das? Da ist ja unser Laken. Das Laken. Hier, nimm es mit. Hier, nimm es mit. Die Kette vom Mühlengeist. Ah, da ist das ganze Geisterzeug. Die Sachen hat jemand versteckt. Oder er wollte sie loswerden. Die nehmen wir mit, bevor das Gespenst neuen Unsinn macht. Mhm. Und damit können wir auch den Raum von aufmachen. Karl ist weit und breit nicht zu sehen. Das aber ist unser super Gespenst Idee. War hier. Allerdings. Und wir werden rauskriegen, wer das ist. Jetzt pass auf. Jetzt gehen wir zurück und machen hier die Tür damit auf. Aber sowas von.